Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simon Senf. Heute will ich mal über Batman Arkham Knight reden. Dazu habe ich ja schon einen Test auf meinem Kanal gemacht. Nur hat sich jetzt dann in den letzten Wochen herausgestellt, dass die PC-Version total im Arsch ist von diesem Spiel. Und wir wollen mal so ein bisschen beleuchten, wie das so kommen konnte, was das so für die Zukunft bedeutet. Weil es ist eigentlich ein Symptom von einer Geschichte, die schon jetzt eine Weile in der Videogame-Branche abgeht. Nämlich, dass die PC-Ports irgendwie großteils echt Mist sind, am Release zumindest. Ja, zuerst einmal, ich habe natürlich jetzt längere Zeit kein Video mehr hochgeladen, ne? Mal wieder eine kurze Pause gehabt. Das lag halt dran, dass ich gerade eben auf der Arbeit und so weiter viel zu tun hatte. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, Videos zu machen. Habe auch so ein paar Sachen noch auf der Agenda. Ihr wisst ja noch, nur ganz kurz, dass ich diese Couch-Koop-Videos da noch aufnehmen wollte. Die sind fertig, die müsste ich nur noch schneiden. Das ist auch richtig cool geworden, das wird euch sehr freuen. Das war eine ganz witzige Aufnahmesession. Außerdem habe ich auch was zu Ark Survival Evolved, diesem neuen Dino DayZ quasi Klon Survival Game auf Steam. Das habe ich jetzt eine Weile mit einem Kollegen gespielt. Natürlich auch eine Menge Batman gespielt, weswegen ich auch nicht so viel zum Video aufnehmen gekommen bin, muss ich sagen. Aber bietet sich ja jetzt an, denn jetzt kann ich auch über Batman reden. Ja, was ist da gewesen? Tja, erstmal so ein bisschen versuche ich für euch zusammenzufassen, was es für Probleme gab. Und zwar hatte ich da natürlich überhaupt nichts mit zu tun, weil ich habe mir die PS4-Version gekauft und die lief von Launch an tatsächlich rund. Die lief gut und die sah auch echt gut aus für ein PS4-Spiel. Ich habe in meinem Reviewer gesagt, ich glaube, es ist eines der besten, wenn nicht vielleicht das bestaussehende PS4-Spiel. Ding bei der Sache ist, selbst die Version jetzt, gut, ich habe das Spiel halt viel gespielt, ich habe es fast 100%et, ja, da ist auch ein-, zweimal echt das Spiel abgestürzt, selbst auf der PlayStation. Aber das ist nichts gegen die Probleme, die die PC-Version hatte, denn da ist es so gewesen, dass die Performance richtig mies war, die Framerate ist gelockt auf 30. Man musste, um gewisse Optionen zu ändern, in die INI gehen. Es hat halt keine ordentliche, ist kein ordentlicher PC-Port dahingehend, dass ihr die Optionen großteils gar nicht in den Optionsmenüs eben ändern könnt, sondern eben immer in die Files reingehen müsst. Einige PC-Spieler sind das natürlich gewohnt, wenn Sachen irgendwie ein bisschen versteckt sind oder so, aber hier war das echt extrem, weil einfach die Optimierung auch schlecht war. Die System-Specs, das war schon so ein erstes Zeichen, wurden 2 Tage vor Release nochmal spontan hochgeschraubt, die Minimal-Specs. Das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, als das passiert ist. Und selbst die neuen Minimal-Specs, das reicht nicht wirklich, weil das Spiel dann wirklich so wie so eine Slideshow läuft. Eine andere Sache, die noch war, Effekte haben gefehlt. Das haben die Leute erst im direkten Vergleich mit der PS4-Version festgestellt. Da sieht die PS4-Version echt besser aus als die PC-Version. Das glaubt man ja kaum, ja. So irgendwie die Regeneffekte auf Batmans Maske und so ein Kram, das war alles nicht im Spiel drin und sieht man halt wirklich erstmal nur im direkten Vergleich, aber dann fällt es einem auf jeden Fall deutlich auf. Und da kommt noch eine Schicht noch zusätzlich hinzu, also das sind so die groben Probleme, ja, auch mal davon abgesehen, dass es halt auch crasht und so weiter. Eine Schicht ist noch, dass Nvidia im Voraus halt richtig fett Werbung dafür gemacht hat, weil die haben ja immer diese Sponsorings zu gewissen Games, ne, wo die dann spezielle Effekte, Physics und so weiter da anbieten. Und da gab es Videos, wo das Game auf 60 Frames lief, also das waren 60 Frames YouTube-Videos, obwohl es gelockt ist auf 30, und da waren irgendwie Effekte wie Rauch, volumetrischer Rauch und so ein Kram, wenn man Donuts mit dem Batmobil macht und so ein Scheiß, das war da drin, ist im finalen Spiel nicht drin gewesen und vor allen Dingen lief es natürlich nicht auf 60. Dann haben Leute sich diese Videos nochmal angeguckt und da ist es so gewesen, dass dann die offensichtlich von 30 Frames hochgespeedet wurden. Also das Spiel lief nicht auf 60, sondern echt auf 30, weil man hat im Hintergrund die Stimmen der Gangster gehört, die Batman verprügelt hat, und hier haben alle so Chipmunk-Stimmen, so mi, mi, mi. Und das ist halt wie, wenn man halt einen Audio-File nimmt und das halt beschleunigt, ne, verdoppelt. Und die Leute sind sich eigentlich relativ sicher, dass es halt wirklich auf 30 gelaufen ist. Also das ist schon fast irgendwie so Augenwischerei, so falsche Werbung. Ich weiß nicht, was die da erwartet hatten. Aber da ist, wie ihr seht, auf so vielen Ebenen so viel falsch gelaufen. Und es gibt jetzt hier verschiedene Fraktionen, die den schwarzen Peter immer unterschiedlichen Leuten jetzt zuschieben. Ich kann euch das auch nochmal kurz sagen, wie das da lief. Warner Brothers ist ja der Publisher. Rocksteady ist das Studio, das es entwickelt hat. Und ich glaube, 6 Wochen oder 8 Wochen, das ist jetzt so ein bisschen Hintergrundinformation, bevor der PC-Port oder bevor das Spiel halt allgemein rausgekommen ist, gab es irgendwie ein Update bei denen auf der Webseite oder was, und da wurde dann Iron Galaxy noch in den Credits sozusagen hinzugefügt als
sozusagen Support oder Hilfe bei der Entwicklung des PC-Ports. Ja, irgendwie wirklich wenige Wochen, bevor das Game halt rauskam. Und jetzt haben halt alle gesagt, ah, Iron Galaxy hat diesen PC-Port gemacht. Die haben das versemmelt, Iron Galaxy. Die haben Killer Instinct entwickeln die im Moment auf der Xbox One. Die haben Dive Kick gemacht. Die machen viele Ports. Ich glaube, die haben Borderlands damals auf die Vita geportet. Die machen halt einfach Ports, ja. Jetzt denkt euch mal Folgendes, ja, wenn die 6 Wochen oder 8 Wochen Zeit haben, um den PC-Port zu machen, oder selbst wenn sie dann, wenn sie den, was halt dann irgendwie super viele sich gedacht haben, ja, dass die das dann alleine gemacht haben, Rocksteady hat nur die PS4-Version, weil die ja funktioniert und so weiter, das kann nicht sein, in 6 oder 8 Wochen kannst du nicht von so einem komplexen Spiel einen PC-Port machen, ja, das ist halt auch einfach nur ein Support gewesen sozusagen, das darf man nicht vergessen, also dann zu sagen, ah, Iron Galaxy, da ging es wirklich direkt los, dass die dann irgendwie jetzt hier so die Schuld zugeschoben bekommen haben. Ist die Schuld bei Rocksteady, ist die andere Frage. Haben die sich nicht genug für einen PC-Port Zeit genommen? Könnte man so sagen, ne? Aber ich würde sagen, also von meiner Seite aus, die Schuld ist beim Publisher, also bei Warner. Denkt mal zurück auch überhaupt an Mortal Kombat X, der PC-Port, der, also wer auch immer das am PC gekauft hat, das tut mir echt leid für euch, also das war ja wirklich mies. Ich hatte die PS4-Version, da lief das Spiel nicht, das hat zum Teil gar nicht alles runtergeladen, da hatte man irgendwie nur 2 Fighter, so eine Art Demo-Modus, da war so viel im Arsch bei diesem PC-Port und diese Historie an schlechten PC-Ports zieht sich so ein bisschen durch die Warner Brothers Geschichte, zum Beispiel Batman Arkham Origins, ich erinnere da jetzt auch nochmal dran zurück, ja, da haben sie irgendwann gesagt, da waren alles noch voll mit Bugs, haben sie irgendwann gesagt, ach, nee, du, das entwickeln wir nicht mehr weiter, wir fokussieren jetzt die Entwicklungs, ne, die Power von unseren Entwicklern quasi in Richtung DLC, wir entwickeln was Neues, aber die Bugs, die sind nicht die Priorität. Also so knallhart, wa? So knallhart einfach gesagt, nö, wir fixen das Spiel nicht mehr, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. So. Und das ist der Grund, warum ich sagen würde, die Schuld hängt beim Publisher, weil die, und das ist ja wohl völlig klar, die haben das Spiel auch in dem Zustand gesehen, die haben gesehen, oh, die PC-Version, ach du Scheiße, ja, und dann haben sie schnell noch irgendwie vielleicht Iron Galaxy dazugeholt, um da irgendwie nochmal grob, wer weiß, wie das vor 6 oder 8 Wochen aussah, ja, grob das Ding irgendwie zu fixen, und dann haben sie aber, die haben die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, wir hauen das jetzt raus, ja, anstatt zu sagen, die PC-Version kommt später oder wir delayen das Ganze. Und außerdem ein Zustand wie dieser, der ist ja meistens auch weit bevor das Spiel halt gepolished wird, die letzte Phase vom Game Development, die letzten Monate und so, es ist ja nur polishen und so weiter, und denen war klar, dass das da irgendwie knapp wird. Und die sind diejenigen, die den Knopf gedrückt haben, quasi in den Hebel umgelegt haben und gesagt haben, nee, wir hauen das Spiel jetzt raus. Was ist jetzt das Problem da dran? Also ist erstmal scheiße, weil ich finde Batman super, es hat mir echt Spaß gemacht, es tut mir wirklich leid für die Fans, die es auf dem PC spielen wollten und so. Aber auf der anderen Seite ist ja jetzt Folgendes passiert, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Warner Brothers, und ich glaube, das ist der erste Fall, wo das passiert ist, hat das Spiel tatsächlich von Steam runtergenommen, also vom Markt genommen sozusagen, hat gesagt, Alter, nee, das ist zu sehr im Eimer, das können wir jetzt nicht mehr weiterverkaufen. Das ist ein ziemlich krasser Move, aber was bedeutet das denn eigentlich, ja? Wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, ist es nämlich folgendermaßen. Es ist ja vor einiger Zeit erst diese Refund-Policy, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, auf Steam erschienen. So, das heißt, wenn ihr jetzt ein PC-Spiel kauft und das nicht läuft oder so, ihr könnt es einfach zurückgeben, wenn ihr es nicht länger als 2 Stunden gespielt habt und so, bla bla bla, ne? Da gibt es ja verschiedene Restriktionen. Aber dennoch, wenn das Spiel nicht läuft oder wenn es euch nicht gefällt, eigentlich egal, ne? Dann könnt ihr das zurückgeben. Und ich wette, die haben halt sofort, da sind die Schleusentore aufgegangen, alle haben Geld zurückgefordert, was auch immer das an Bearbeitungsgebühr und so kostet, die Banken, ja, und dann haben sie dann irgendwann gesagt, wir nehmen das Spiel jetzt von Steam. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Also, sagen wir mal, Glück im Unglück, weil vielleicht merkt ja jetzt endlich mal jemand, ja, dass man nicht alles immer mit Day One Patches und in der ersten Woche, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Unity, wir hauen die Scheiße einfach raus sozusagen und dann versuchen wir das eventuell in den nächsten 3-4 Monaten spielbar zu machen. Hallo? Ja, dann doch lieber das Release-Date nochmal verzögern und die Hype-Maschine und den PR-Kram so ein bisschen zurückschrauben. Darum geht's ja, die haben viel Geld da reingesteckt, dass das Spiel an diesem Tag, ne, immer beworben und so weiter, dass es dann rauskommt.
Also das ist halt jetzt so ein Punkt, wo die vielleicht checken, oh Mist, das gab jetzt richtig Probleme, da gab es super viele so Refunds, also wir mussten richtig viel das Spiel wieder zurücknehmen. So viel, dass es jetzt von Steam runtergenommen haben, eben deswegen, damit es halt nicht noch schlimmer wird. Vielleicht ist es jetzt ab diesem Punkt, vielleicht ist es wirklich der Turning Point sozusagen so, dass die Entwickler gerade für PC-Ports sich zweimal überlegen, in welchem Zustand sie den quasi raushauen. Das wäre halt so, ne, der eine Sonnenstrahl an der Geschichte. Ich glaube, am meisten darunter leiden neben den Spielern echt Rocksteady, weil das ist ja das Finale der Trilogie und so weiter. Die wollten nochmal das beste Batman-Spiel und so. Meiner Meinung nach haben sie wirklich ein echt gutes Batman-Spiel gemacht. Habe ich ja in dem Video auch gesagt. Und dann wollten sie nochmal raushauen und so ein explosives Finale. Und dann passiert halt so ein Kram. Das ist klar, ne, dass die jetzt natürlich da am allerwenigsten Bock drauf haben, dass das Spiel die wenigsten Leute spielen können. Zumindest die PC-Version. Man kann natürlich, und das denke ich ist jetzt so die Moral, ne, natürlich jetzt nicht sagen, der ist schuld oder der ist nicht schuld. Wer ist mehr schuld als der andere? Das kann man einfach nicht sagen. Da sind alle irgendwie ein bisschen dran schuld. Und drunter leiden tun am Ende wir hauptsächlich die Spieler, ne? Weil wir aber auch in den Hype reinkaufen, wer auch immer sich das vorbestellt hat auf dem PC, du bist auch ein bisschen mit dran schuld, ja? Also das ist, glaube ich, jetzt wieder so ein Ding, wo man das wirklich gut predigen kann. Ich sage es ja immer wieder, bestellt euch keine Spiele vor. Ihr wisst nicht, und gerade ne, in den letzten Jahren gerade, oder im letzten Jahr vor allem, was da an PC-Ports rauskam, ich würde mir nie wieder, glaube ich, ein Spiel für einen PC vorbestellen. Da muss man ja irgendwie wirklich das Geld sehr auf der hohen Kante haben, weil das kann ja wirklich sein, dass es dann 3 oder 4 Monate dauert, bis es echt irgendwie spielbar ist und selbst dann, ne, ist da keine Garantie irgendwie für da. Also, ja, keine Ahnung, wir müssen da als Spieler halt auch ein bisschen mit unserem Geldbeutel, ne, müssen wir so ein bisschen abstimmen und halt sagen, ne, ich warte dann doch lieber die ersten Reviews ab und so. Und dann muss vielleicht das nächste Mal Warner Brothers das nächste Spiel, was sie rausbringen, nicht wieder von Steam unternehmen. Was ich mich allerdings noch frage, ist, was ist mit den Retail-Versionen, ja? Also wenn ihr jetzt irgendwie in so einen Elektrofachhandel oder was auch immer geht und euch da Arkham Knight für einen PC gekauft habt, dann ist da drin ja auch irgendwie höchstwahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mal davon aus, Steam als Kopierschutz, das heißt, ihr installiert das Spiel zwar von Disk oder wie auch immer und das läuft aber trotzdem über Steam. Das könnt ihr natürlich jetzt über Steam selber nicht zurückgeben und so, hat Warner Brothers da mit den Märkten irgendwie das geklärt, dass die es zurückgeben können. Ansonsten kriegen die ja auch, das ist ja fürchterlich, ja, kommen alle zurück und bringen das Spiel wieder und so, das gefällt keinem der Verkäufer. Wenn ihr da selber irgendwie die PC-Version im Laden gekauft habt oder so, würde mich echt interessieren, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das dann bei euch gelaufen ist. Oder vielleicht läuft das Spiel ja auch bei euch super rund, das habe ich auch von einigen gehört. Allerdings, diejenigen haben auch irgendwie so super Beast-PCs, die das halt irgendwie so ein bisschen rauspuffern, die schlechte Optimierung. Ich denke, das ist wieder so ein Ding, wo man auf jeden Fall eine Meinung zu hat. Sei es, dass man selber betroffen ist und den PC-Port hatte oder dass man einfach auch die Schnauze voll hat von diesem ganzen Zeug, was da eben in letzter Zeit so betrieben wird. Und ihr könnt eure Meinung da gerne in die Kommentare hier schreiben und wir können ja mal wieder so ein bisschen über PC-Ports reden und so, was ihr da so für Erfahrungen allgemein gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen. Ihr wisst ja, das hilft mir dabei, dass diese Videos von mehr Leuten gesehen werden. Auf jeden Fall war es das mal wieder von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!